Guten Tag zusammen da draußen. Wir sind wieder auf Jagd. Beziehungsweise wir begeben uns auf Jagd in Phasmophobia. Und warten auf Lexi. Das ist neu. Das passiert sonst nie. Nicht wie der Horst bist. Ja. Jagd Räucherstäbchen, Zeuge eines Gästeerwähnens, Zuschauerwert unter 25. Ja, ja. Wo sind wir eigentlich? Das ist nicht so toll. Edgefield. Edgefield. California Vibes. So. Geh ich mal wieder oben schauen. Guten Tag. Dieses Einmachobst hier. Oh, da kann man sich gar nicht. Ach, da hätte man sich auch verstecken können. Hier liegt eine Tür, hier liegt eine Tür irgendwo. Okay. Erstmal gucken, ob die hier ging. Ne, hier war es nicht. Aber ich höre sie doch ganz klar. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hau ich verschwendlich hier wieder Fotos. Weil ich glaube, die Tür zu hören. Und dann ist es gar nicht die Tür. Wow, was war das denn? Weiß nicht. Hat sich im Keller sehr, sehr gruselig angehört. Oh! Ah. Ja, ja, jetzt habe ich verschreckt den Empf weggeschmissen. Ich habe den Spiegel an der Wand, der hat mich jetzt mitgenommen. Da ist die Tür aufgegangen. Ja, ich habe eben mehrmals gehört, wie der Türen angepackt hat, aber ich... Hast du die diesmal live gesehen, wie sie aufging? Nee. So. Dann haben wir eventuell wieder keinen... Nee. Wie meine beiden Fotos vorher auch. Ja. Komplett umsonst. Also. Ich frage mich halt immer... Vertut man sich so, dass es einfach von unten, dass die Türen einfach unten gehen und man meint, sie wären oben? Ja, das war schon oben. Da bist du sicher. Ich habe oben noch überhaupt keine Anzeichen. Das ist schon ganz merkwürdig gerade. Ich gehe mal Temperatur messen. Moment. Da habe ich ein Anzeichen. Hier, im großen Bedroom. Jetzt ist die Dusche angegangen. Okay. Ich komme also oben. Er hat ihn auch wieder eigenständig ausgedreht. Das ist total geil. Was? Er hat sich ja gerade eben... Der Schuh lag doch da nicht so. Okay, 4 Dann hat er die Tasse umgeschmissen. Habe ich auch alles schon fotografiert. 1,8 Grad, ja. Ja, im Bad selbst aber auch noch. Oh, oh. Müssen wir gucken. Was hat der mit mir gemacht? Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam, oder mit dir? Du warst doch auch noch nicht draußen. Doch, ich war schon draußen. Hast du schon Tabletten geholt? Ja, ja. Ach, okay. Ich war hier mit 50 unterwegs. Oh. Das war... Not good. Was habe ich denn jetzt für... Ach, die Sprachbox, die wollte ich jetzt noch nicht.
Habe ich nicht gehört. Ich schon. Viertes Zimmer. Boah, wenn ich hier zwischen Tür und Wand klemmen bleibe, dann weiß ich nie, wo ich bin. Moment, wo war ich denn jetzt? War ich jetzt im richtigen Raum oder im falschen? Nee, im falschen. Komplett verwirrt gerade. Das ist ja ganz ungewöhnlich für mich. Kommt selten vor. Ja. Oh, fünf. Jetzt brauchen wir na, schnell fotografieren. Okay. Jetzt wollte ich die Kamera da hinstellen und du stehst mir gerade im Weg. Ja, das kannst du. Ja. Das war ich. Nein, jetzt ist da kein Foto mehr drauf. Galoppe, Galoppe. Ja, ich habe meinen noch da oben liegen, mein Futterbart. Den nehme ich mit. Die falsche Taste. Ich will mich bücken. Stattdessen öffne ich das Buch. So, und das ist wahrscheinlich das Problem, dass es nicht mehr zählt. Aktion. Obwohl der hier ist neuer. Nehmen wir den mal. War das ein Dots? Ich glaube, ich habe einen Dots gesehen. Okay. Ach man, der zählt Schritt jetzt auch wieder nicht mehr. Der Empf hat auch nicht gezählt. Hätte ich mich bücken müssen dafür. Wenn ein 5er Empf ist, zählt das Foto doch normalerweise als Interaktion. Normalerweise schon, ja. War aber nicht so. Oh, jetzt macht er ein Radio an. So, was haben wir an Beweisen? 5er Empf. Und du meinst, Dots gesehen zu haben? Ich meine, Dots gesehen zu haben, so seitdem nicht mehr. Dann hätten wir kein Buch und kein Orb. Wenn das so wäre. Also Orb sehe ich keinen. Aber der ist ebenso von links, von rechts nach links durchgehoppelt. Durchgehoppelt. Aber lustig war, als ich die, als die Dusche angemacht hat, und ich gehe da rein, dann macht der Dusche auch wieder aus. Das war lustig. Ja, wollte nicht duschen, wenn nicht jemand dabei ist. Ja. Ja. Ja, ich tauch mal. Ja, mach mal. Bist du hier? Nein. I'm here? Ist er? Bist du? Ja. Bist du ein Kind? Old. Was willst du? Attack. Attack. Danke. Danke für die Auskunft. Oh, ist der gerade aktiv? Na ja, gut, hat er mit mir geredet. So, letzte Tabletten. Eieieiei. Oh, super. Aua. Boah, dein Geh nochmal. So, wenn er spricht, ja, Gespenst. Gespenst würde passen, weil ich den Fußabdruck auch nicht gezählt gekriegt habe. Ja, aber. Ja, ich habe ihn überhaupt nicht gezählt gekriegt, aber. Wenn er natürlich jetzt keine Dots hätte, dann. Hat ein Gespenst ein Buch?
Nee, doch nicht. Nee, nee. Okay. Was? Nee, der hat keine Fingerabdrücke. Da ist jetzt. Naja, warst du Was? das jetzt? Ja, ich weiß nicht. Eventuell habe ich auch Dots gesehen, vielleicht warst du es aber auch. Weil ich gerade diesen Blick vom Klo aus durch die Tür hatte und das auf grün gestellt hatte. Kann ich jetzt nicht entscheiden, ob der da gerade durchgerannt ist oder du. Mach nochmal auf grün. Nee, auf grün sieht man hier schlecht. Aber da habe ich was gesehen in dem Moment. Das war halt das. Schreibt man nochmal auf das eine da. Dann müsste er eigentlich von rechts nach links so rumlaufen, eigentlich. Ja, das so. Nicht überzeugend, wie sehr. Ja, entweder verlassen wir uns jetzt darauf, dass du Dots gesehen hast. Da geht die Tür. Was wäre denn, wenn wir jetzt keine Dots hätten? Was käme denn dann? Oder käme Zwillinge noch in Frage? Wird ja auch nur einmal gesehen, kein zweites Mal, nur einmal kurz. Naja, gut, das hilft jetzt aber auch nichts. Na, die Fingerabdrücke weg. Buch weg, Gefriertemperatur da auch. Ich bleibe im Gespenst. Ich guck jetzt noch einmal. Jetzt hat er wieder Wasser irgendwo angemacht. Buch. Ach da. Zwei Stück auf dem Boden auf der Kommode. Packt eigentlich ständig die Türen an, aber. Nee. Also Fingerabdrücke, nein. Mm-mm, definitiv nicht. Eins auf der Kommode, wo war das dann da? Auf dem Boden hast du eins gemacht. Ja. Vielleicht. Ach da. Ja, nee. Hat er nicht geschrieben. Ich komme jetzt auch raus, ist mir zu kritisch. Ich nehme Gespenst. Ja, ich auch. So, habe ich auch schon eingetragen? Ja. Gut, Aufgaben können wir eh nichts Großartiges erfüllen. Mm-mm. Fahren wir ab. Jo. Kommt irgendwas Exotisches raus. Spirit. $60 verdient. Ja. Ein Spirit. Ja. Ja. Ich glaube, der Spirit hatte keine Dots. Das war halt das Problem. Ja. Ja. Er hatte dafür aber was anderes. Aber ich weiß nicht was. Ja, aber. Ja, wahrscheinlich das Buch oder so. Ich guck gleich mal. Oder guck du mal. Du bist wahrscheinlich eh wieder zuerst da. Was das Spirit hätte haben müssen. Spirit. M5 Box Buch. Buch hätte haben müssen. Na toll, du bist, ey.
Na gut. So, Räucherstäbchen während einer Jagd. Impf- und Bewegungssensor. Das ist natürlich okay. Die letzten beiden Aufgaben. Ich habe jetzt mal keinen Impf dabei. Okay. Na, jetzt machen. Wir haben mal ein schönes Foto vom Ambiente hier gemacht, ja, das so gut gefiel. Ich habe eine Spielbox gefunden. Ja. Das ist natürlich nicht so schön wie mein Foto vom Ambiente. Ja. Ja. Ich bin am Lupifass. Der Geist nicht. Ich habe das Gefühl, er ist in dem Schlafzimmer da unten. Und was bringt dich zu diesem Gefühl? Was habe ich denn da jetzt gehört? 8,9 Grad bringen mich dazu. Okay. Ich höre doch hier was. 6,8. Ja, ich bin der Meinung, der ist jetzt hier in dem Bereich. Müssten wir dann mal verifizieren. Ja, genau da. Wieder da drin oder. Da geht eine Tür. Welche wartet jetzt? Keine Ahnung, ich habe keine gehört. Nee, die war es nicht. Kein Imp. Ich war auch noch nicht in der Küche. Zehn. Ja, ja. Dämon? Das ist ein Dämon. Du bist nämlich tot. Was du nicht sagst. Gut, dass du es mir sagst, sonst hätte ich das gar nicht bemerkt. Wo kam er denn her? Ja, wenn ich das so genau wüsste, plötzlich schon da vor mir. Also, ja, schon in dem Raum. Ich glaube erst, ja, ich weiß nicht, er kam durch die Tür, glaube ich. Aber er muss direkt vor der Tür gespawnt sein. Oder vielleicht sogar in der Tür, vor der Tür, hinter der Tür. Ich weiß nicht. Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Ach so, weil meine Tastatur keinen Saft mehr hat. Das sollte man ändern. Ja. Ach so, wir haben ja auch als Aufgabe mit EMF-Reader. Ja. Kabel angeschlossen hier. So, ich konnte wenigstens ein Foto, was ich habe zwar damit nicht den Geist fotografieren können, aber eine Interaktion zumindest. Das sollte ein, ja, ein Geisterfoto darstellen. Wie viel habe ich denn? Ich habe jetzt natürlich jetzt noch drei Pillen. Das ist gut. Ja, klar. So, alle Zeit, alle Möglichkeiten der Welt. Dann bringe ich das jetzt hinter mich. Geht mal davon aus, dass das in dem Bereich hier war. Hallo? Hallo? Ich stehe gerade mal ein bisschen blöd hier rum. Entschuldigen Sie dafür. Entschuldigen Sie dafür, was ist das für ein Deutsch?
er mich fotografiert. Mhm. Ich hoffe, es ist ein schönes Bild geworden. Aber wo ist denn dieser Penner? Weil das bei mir ja wieder anders aussieht. Bei mir hast du nur den Unterkörper fotografiert. Du hast mir genau auf den Arsch fotografiert. Okay, ich weiß, wo er ist. Okay. Die Küche. Ich hab jetzt auch noch Küche. Der hat Gefriertemperaturen. Ja gut, da ist er ja auch gerne. Oh. Oh verdammt. Ja. Ich bin euch hinterhergelaufen. Ich habe gesehen, wie er hier immer näher kam. Es war überhaupt keine Chance. Nee. Ja, klassischer Dämon. Klassischer Dämon, ja. Hätte eigentlich auswählen müssen und abfahren sollen. Ja, eigentlich wäre das sinnvoll gewesen, ja. Aber jetzt ist es wie dies. Ich hab's versucht. Jetzt haben wir auch noch null. Hätte ich wenigstens schon mal den Dämon eingetragen. Ja, hätte ich auch. Ja, egal. Ich muss jetzt erstmal nochmal auffüllen. Die 5 Dollar machen es ja noch nicht mehr. Nee. Das kann man mal ganz klar so sagen. Gut, du füllst auf. Ich muss ja nichts, glücklicherweise. Ja. Stattdessen kann ich schon mal den nächsten Job wählen. Was dann ja Willow Street ist. Ich immer weiß, das ist schon klassischer Dämon, aber man will dann irgendwie noch gucken und dann. Ja, das war jetzt eigentlich wenig sinnvoll, die Aktion, aber sehr gut. Ja, gut, ich habe gedacht, ich stelle es jetzt noch schnell rein und. Ja, genau. Da hat sich der Dämon auch gedacht, oh, dann esse ich sie schnell noch. Ja. Ich wollte eigentlich den Brustkorb noch fotografieren, habe ich ja noch getan, aber das war's dann. Hat mir auch nichts mehr gebracht. Nee. Und so schnell konnte ich gar nicht weglaufen. Nee, sowieso nicht. Er war echt schneller als du. So, Kerzausblasen, Räucherstäbchen, weiß ich so schon unter 25. Ey, jetzt habe ich wieder dieses Parabol. Na! Hey, hey, hey. So, hier. Oh, eine Hand. Reiche mir die Hand. Mal gucken, ob man Keller und Tarotkarten haben wir doch schon mal alles hier. Oh, ist doch schon was gefallen, oder? Hab ich da was gehört? Ist im Keller? Nein, ich weiß nicht wo. Kann auch im Keller gewesen sein, aber ich weiß es nee, nicht. Nee, hier war es im Flur. Okay, dann brauche ich ja hier gar nicht heute gucken. Dreier. Genau. Direkt, wenn du die Tür rauskommst, rechts vom Keller. Die Kommode. Hier. Okay. Okay. Dann gucken wir mal. Snackt der mich weg? Snack und weg. Ja. Quasi. Das wäre, wenn ich irgendwie sowas, die Snacks rausbringen würde, würde ich die so nennen. Snack weg. Ein bisschen wie Black und Decker, aber. Ja. Aber doch mit einem ganz eigenen Charme.
Oh, gefriert. Echt? Ja. Schreib ins Buch. Oh, Tür. Ich weiß noch nicht, welche Tür da eben ging, aber... Ui. Ja, der stopft hier rum. Vielleicht auch die. Mal eben gucken. Fotos, Interaktion. Schritt da nicht. Nee, okay. Eine Interaktion, aber ohne Fingerabdrücke. Ja, ja, komm, ich weiß, dass du hier brauchst. Das kann ich so um mich rumstopfen. Der stampft sehr energisch auf da. Da muss man vorsichtig sein. So ein Poser. Ich glaube, ich nehme mir mal eine Pille. Ich rede nur mit ihm. Ja, ja. Stellt schon gut. Sagst, ich käme demnächst auch mal wieder vorbei. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Na gut. Brauchten wir denn noch Kerze, Räucherstäbchen? Okay, dann mache ich mal eben Räucherstäbchen. Nee. Was? Ich bin jetzt übriert. Hast du eine Kerze mit? Sieht doch schon. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Schon alles dabei. Ey. Kerze ist jetzt wegen mir aus oder sich aus oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, glaube die Aufgabe war schon erfüllt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oh. Aber was wollte der da eben für eine Aktion starten? Wieso? Zu draußen stand, als ich gerade ausgerannt kam, da blinkte doch rotes Licht auf. Oh. Hörte aber in dem Moment auf, wo ich draußen war dann. Okay. Hat man doch schon mal, ne? Ja. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Das weiß ich auch nicht, ne? Sie haben auch keinen Orb und gar nichts, ne? Nur Gefrier. Schreib ins Buch. Warte mal, wenn ich Sport. Oh ja, alles erledigt. Kerze, Räucherstäbchen erledigt, aber. Schreib ins Buch. Wo bist du? Bist du hier? Was bist du? Bist du ein Kind? Was willst du?
Bist du nett? Sollen wir gehen? Schreib ins Buch. Also ich Fingerabdrücke schließe ich jetzt aus. Plus 63. Ja. Wo haben wir denn unsere Fingerabdrucksdinger? Ach, da. Fingerabdrücke würde ich ausschließen. Ja, weiß ich. Jetzt gucke ich trotzdem drauf. Was fliegt denn da? Schreib ins Buch. Gib mir nochmal die Sprachbox. Er schreibt. Ich höre ihn kritzeln. In welches Buch? Ich habe da hinten eins hingelegt. So. Das war ja. Spreche ich hier auch noch mal mit ihm. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Sollen wir gehen? Aber kein Fünfer, ne? Nee. Jetzt fragen wir nochmal. Bist du nett? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Empf geht die ganze Zeit in Dauerton, aber er spricht nicht. Und er hat keinen Orb und keinen Dotz. Shade. Und genau. Ja, da war ein Fünfer. Ja, der hätte also Gästebox. Oh, 26. Ja, ja, ich war da eine Weile drin. Achso, ich hätte ja sogar noch mal Pillen gehabt. Ich dachte, ich hätte meine schon verbraucht. Aber gut. Käme ich schon unser Aufgabe Geisteszustandswert unter 25 sehr nah. Fünfer. Also. It's a shade. Gut, Fotos haben wir ja auch ein paar. Und ja, durchschnittlichen Geisteszustandswert unter 25 wäre für mich jetzt ein Klacks gerade. Aber du müsstest da hart dran arbeiten. Wo bist du? Ich hab grad die Taukarten. Das sagt mir da nichts.
Tot, 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 tot. Ja, passiert doch nichts. Oder auch Kruzifix da liegen, ne? Passiert wahrscheinlich nichts. Uff, mag ich nicht mehr. Ja, ich habe auch nichts mehr zu tun. Außer, was hast du für einen Geisteszustandswert? Ja. Null. Dann haben wir doch die Aufgabe geschafft. Erfüllt. Yay. Perfekt. Warte, Moment, ich muss mal eintragen. Ja, habe ich. Okay. Okay. Das ist übrigens durchaus mal eine Idee, ne? Dass man einfach so den Gegenstand benutzt, wenn man die Aufgabe hat, um das zu erfüllen noch. Ja, genau. Das war der Gedanke. So, wenn du eh schon so niedrig hattest. Dachte ich, ich mach das mal so. Ja. Nur letztes Mal halt bei Tod war ich sofort tot. Ja, das ist dann. Da hat er mich auch vor dem Haus geholt. Ja. 225, wie geil ist das denn? Ja. Genau, und damit sind wir mit der heutigen Folge auch schon wieder durch. Diesmal nicht ganz so lang wie letztes Mal. Geister waren etwas kooperativer und wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und schaut uns auch nächstes Mal wieder zu. Und bis dahin sagen wir ciao, ciao.